Am vergangenen Wochenende ist in der Albert-Pirscher-Halle am Pfarrhof in Bozen die 20. Ausgabe des Bozener Swim-Meetings über die Bühne gegangen. Am Start natürlich auch Südtirols Schwimmelite, die hohen Erwartungen erfüllte. Lisa Fissneider hat sowohl das Rennen über 50 Meter Brust als auch über die doppelte Distanz in ihrer Paradedisziplin gewonnen. Die 22-Jährige aus Kaltern, die beim Swim-Meeting insgesamt 4 Siege vorweisen kann, möchte sich in 2 Wochen in Massarosa genauso für die Kurzbahn-WM qualifizieren wie Laura Letrari. Die Brixnerin gewann das 100-Meter-Lagenrennen und blieb dabei unter der 61-Sekunden-Marke. Für Letrari war es bereits der 5. Erfolg beim hochkarätig besetzten Meeting in Bozen. Ich habe gehofft, unter 1:1 zu schwimmen und das hat geklappt. Die Schnelligkeit ist noch nicht ganz da, deshalb lasst sich das gut umsehen für in 2 Wochen für die Qualifikationsrennen. Deswegen bin ich frei. Ja. Ich habe wieder Spaß im Wasser. Und heute ist das ganze große, sagen wir so. Also wenn ich Spaß im Wasser habe, wenn ich mich wohlfühle im Wasser, wenn ich mit einem Lächeln im Wasser bin, also geht es ein bisschen leichter. Ja. Star des Bozener Swim-Meetings war Anthony Irwin. Olympiasieger über 50 Meter Freistil gewann dieses Rennen vor den italienischen Schwimmassen Marco Orsi und Federico Bocchia.